Vielleicht hat aber auch Virtus jetzt gerade das Spiel geschaut und ja, kann sich ein bisschen drauf einstellen, auf den Aufbau, auf die Taktiken von Nexus. In dem Spiel gibt es für mich gar keinen so richtigen Favoriten. Aber wenn man jetzt mal das Spiel gegen Navi hernimmt, vielleicht dann doch eher Virtus bevorzugt. Ich weiß nicht. Kommt, denke ich mal, auch sehr auf die Pistols drauf an. So, und auch das hier ist ein Spiel aus dem Spieltag 3. Also auch ein Nachholspiel. So, IKZ hoffe ich mal, dass es Dossier ist. Fox. Oh, Alter. Das ist mal ein schneller Kurzgo von Annexis. Oh, jetzt letztendlich kriegen sie auch die Frags. Battle Snake über Mitte. Auf einmal ist es nur noch Kufra. What the fuck? Ja, es ist doch Dossier. Sehr schön. Danke, dass er auch da seinen Namen noch geändert hat. Wurde wahrscheinlich vielleicht auch nochmal darauf hingewiesen. Kura, letzte verbleibende gegen 2. Die Runde hat Anix einfach super schnell gedreht. Sehr schön. Zeigt doch mal wieder ein bisschen, dass die Glock sehr, sehr stark ist. Ah, ich überlege gerade, haben sie vorhin. Ja, Terrorpistol hatten sie auch geholt. Also von der Seite haben sie eine 100%-Quote bisher. Mal schauen, ob sie dann auch die CT-Runde holen. Der war wieder gut am Ausrasten. Hat er wahrscheinlich gut Druck auf dem Klo abgelassen. Bisschen die Tabelle an. Wo hier Virtus gerade steht. Boah, sind die jetzt sogar hinter Annexis? Und Zarf Platz 9, Annexis Platz 7. Selbst jetzt nach dem Loss. Virtus hat aber erst 4 Spiele. Annexis hingegen schon 6. Also können wir mit dem hier schon aufschließen. Bisher eine Statistik von 2-2, 2 Siege, 2 Niederlagen. Glaube, die eine Niederlage war jetzt sogar gegen Maus letztens. Auch auf das 2. Oh, war das auf das 2? Ne, es war Mirage. Mirage war das. Wo Maus sehr gut zurückgekommen ist. Als Terror. Als CT und dann als Terror auch noch den Sack dicht gemacht hat. So, 3-0 overrated. Das haben wir aber vorhin schon so gesehen. Snake Instant Arme? Ne. Ich setze hier erstmal auf AKs. Fox. Ja, wurde kurz geboostet. Schießt da leider. Todesgangspieler nicht gemacht. Wird das Block auch noch lang. Adrian für die Mitte zuständig. Kuchen am B. Oh, Weber. Ach, wird gerade nach hinten gehen. Ist mir gerade gefallen. Wurde da aus dem Spiel genommen. Gab es, glaube ich, auch einen kleinen Flash-Move nach vorne. Müsste man eigentlich noch. Eine Smoke. Oh, ist da eine Flash explodiert? Keine Ahnung. Auf jeden Fall da reingepusht. X6 noch gegen Kurz. Oh, stimmt, gegen Fox. Oh, BRB. Leute, schon City bis rein. Verreckt aber auch. Jetzt wieder jeder Einzelne irgendwo. Snake.
kann da auch kein Head setzen. Erste Runde für Virtus, eine 5er Runde. Keine Probleme da für die Russen. Einnahme. Kurz aber wieder Fox geboostet. Hält dort Rattlesnake auf. Boah, hat das auch geblockt. Also hervorragendes Spiel gerade, was Virtus hier zeigt. Aber vorhin schon gesagt, viele Teams haben noch Probleme mit so einem Cutters-Push. Was ich gar nicht unbedingt nachvollziehen kann, aber Rattlesnake rastet mal aus. Zwei Leute aber am A. Boah, jetzt nicht gut gedeckt. Was? Alter, vorher so zwei schöne Heads und dann den an der Schräge nicht gemacht und die langen Spieler machen auch keinen mehr. Krass. Da wird es einfach schneller auf den Köpfen drauf. Zweite Runde in Folge. Die Dänen müssen in die Eco. Sprechen sich, glaube ich, auch noch ein bisschen. Finde ich gut, dass man die Zeit nutzt. War doch keine Grants. Also die Zeit wird wahrscheinlich wirklich dazu genutzt, um sich zu besprechen. Dabei Virtus ein paar Grants rausgehauen, also hier auch ein bisschen Geld quasi damit indirekt gezogen. Fraglich ist jetzt, wo sie letztendlich drauf rennen und was sie ja besprochen haben für die letzte Runde. So, Gar sind einfach über kurz. Fox ist ja wieder direkt drauf. Auf nochmal die Molly. Sie helfen mit. Und easy aufgehalten. Na, vielleicht schafft das noch. Ne, leider nicht mehr. 3 zu 3, der Ausgleich. Und jetzt bin ich gespannt, was sich die Briten hier haben einfallen lassen. Die Schlange wieder mit habe. Ah, wieder so ein kleiner Move. Weber wieder allein lang. Oh, das wird wieder einnehmen. Oh, nicht jetzt wieder. Also das sah voll gegen Navi viel, viel, viel stärker aus. Fängt nicht gut an. Verstehe allerdings auch nicht, wenn sie so aufbauen, warum Weber da alleine sich so vortastet. Bei Edward hat man es vorhin schön... Ich glaube es war Edward, der da lang defensiv deckt. Da hat man es schön gesehen, wie man das einfach deckt, ganz defensiv. Wenn man da sowieso nach keinem schnellen Go spielt, gibt es eigentlich keinen Grund da reinzufahren. Um den unnötigen Effekt zu kassieren. So, die Runde wird es quasi nur durch Einzelaktionen irgendwie ansatzweise knapp. Oh, wenn Dossier jetzt noch rauskommt, ne, schafft er nicht mehr. Jetzt wird es sogar noch gut möglich, hier für Anexis die Runde zu holen. Keine AWP mehr, MX geht lang, Bombe wird für lang sogar gelegt. Und MX hat jetzt das Duell lang, ganz wichtig, dass er das gewinnt. Ah, gewinnt es leider nicht. Hier wie der Norweger jetzt. Gegen 3. Schön, kann er erst machen. Oh, kriegt der Ted von Adrian. Oh Mann. Die Runde geht. Na, am Ende vielleicht aufs Konto von MX. Aber man hat sich da auch halt unnötig schwer gemacht. Beziehungsweise Weber hat es dem Team unnötig schwer gemacht. Dass es nur zu früh gestorben ist. Das sind, denke ich mal, auch noch so Sachen, die Rattlesnake dann vielleicht aus seinem Team raus raushaben will. Solche Fehler. Da gefällt mir, wie wird das hier immer wieder aggressiv agiert. Jetzt mal eine schöne Gegenfläche von
Ah, Release, aber der Zugriff kommt auch von hinten. Da hatten sie irgendwie beide keinen Fokus drauf. Und die sterben dann wieder gegen diesen Go. Das ist natürlich klar, dass er eine auch über Cutters pusht. Hat auch wunderbar funktioniert. Oh, Rattlesnake, T-Base, kommt jetzt Kucher. Also, Virtus dreht hier schon ordentlich auf. Da frage ich mich, warum er mir nochmal D2 spielt. Na gut, eben gegen Navi ging es ja eigentlich als Terror. Oh, jetzt rastet Webber auf einmal wieder aus. Oh, läuft er eben vielleicht da doch tatsächlich rein. 40 Sekunden. Unten noch und Kura dreht auf einmal ab. Rechnet damit, dass er nochmal B geht. Boah, wie glücklich das ist für Kura vielleicht. Aber sollte jetzt langsam mal legen. Oh, jetzt hier das Duell der Low-HP-Spieler. Oh, wer geht vor? Oh, wer macht den? Ist da schneller drauf? Oh, aber wieder Einzelaktion. Nicht hier wirklich gut ausgespielt oder halt taktisch die Runde gewonnen. Vier beide. So, Rattlesnake auf jeden Fall immer einer der Spieler, der am schnellsten den Raum einnimmt. Fällt mir aber nicht. Das ist so Gather-Style. Geht einfach einer mal vor. Versucht irgendwie Frag zu ziehen. Schön gemacht von der Mix. Release tötet auch B-Spieler. Und zack, da wird die Runde wieder einfach mal knapp, weil Virtus den ein bisschen in die Karten spielt. Mit der Kurzeinnahme. Können jetzt B auf jeden Fall auch drauf. Smoke noch bei Webber. Schauen, was Adrian hier macht. Oh, legt direkt an und kriegt einen. Oh, sollte jetzt einfach weg. Das ist hier noch mit da oben. Dauert natürlich jetzt auch sehr lange. So, es ist auf jeden Fall holbar. 2,5 über Cutters. Wow, was macht der denn da? Alter. Boah, krass. Super Upgame von Fox. Wartet auf seine Mates. Oh, perfekt gespielt einfach von ihm. Dass er auch tot wartet und ein Loch zählt. Puh, Respekt. Verdiente Runde wieder mal für Virtus. Da wird einfach zu wenig übers Team gearbeitet bei Anexis. Zu viel Einzelaktionen. Schon in der ein schöner 1-6-Move. Also die Russen auf jeden Fall heute gut treffsicher. Ach, wie blind der Adrian ist. Webber wird aber schon hinten ausgemoved. Keine Probleme für Kura, da drauf zu sein. 6 zu 4 die Führung. Und Geld. Ja, ist wieder vorhanden. Jetzt vielleicht wirklich einfach ein B-Split zum Beispiel, einen vernünftigen. Hat man vorhin auch, glaube ich, nur einmal gesehen, wo sie so dumm in die Navi-Deckung reingelaufen sind, wo der Navi irgendwie zu viert B-orientiert stand. Ziehen dann nochmal einen Standardaufbau auf. Wir wissen auch, dass kurz einer offensiv war gerade.
Metal Snake als Angreifer hat doch die Bombe. Jetzt wird zu zweit kurz geblockt. Jetzt müssen sie eigentlich mit Equipment rum. So, kommt dann vielleicht von hinten. Oh. Red Snake instant drauf. Also eins ist Gerd, der Junge, auf jeden Fall. Fox aber auch wieder mit Refake. Also ich bin fast geneigt dazu, die Posi Fox-Posi zu nennen. So oft wie er da hittet. Der Mix freut sich auch darüber, dass er den Molly da ausgemoved hat. So, warten jetzt noch auf Weber. Und wenn der das Langduell gewinnt, 30 Sekunden noch, müsste langsam mal da ein bisschen was machen. Release mit jetzt im Frack gesetzt. 25 Sekunden, lang wird immer noch gewartet. 20 Sekunden, die Zeit läuft ja einfach davon. Weber macht sehr, sehr spät bislang. Also, eigentlich mag zu spät. Eigentlich müssen sie es genau andersrum spielen, dass Weber lang was macht. Dann, wenn der erst den Frack zieht, dann können sie wirklich auf Spot gemeinsam. Hopp, die Smoke. Die bringt die Release echt dazu, dass sie die Bombe ohne Gegenwehr legen kann. Oh. Alter, so eine Lackrunde, Mann. Krass. Krass, krass, krass. Wieder nicht gut runtergespielt, muss man einfach sagen. Und dann trotzdem noch wieder mal durch Einzelaktionen das gerissen. Aber hey, so bleibt es immerhin ein bisschen interessant noch. So ist wieder Cutters Push. Diesmal stehen die beiden vor B, defensiv. Der Metz hört gemeinsam ein. Oh, PRB. Doch, der Cutters einbekommen. Hat sich irgendwie dumm gezeigt. Rattlesnake auf der Xbox. Das macht da gut Druck weiter. Immer noch die Kontrolle mit Cooper. Oh, stirbt jetzt gegen Release. Will B anlegen. Mates schieben gerade nach. So, wenn sie jetzt B gut unter Kontrolle bringen. Smoke sehe ich jetzt nur noch bei Weber. Der kommt spät. Oh, Release trifft sogar noch ein Loch. Krass. Die Unterzahl, da wird es sie nicht gewinnen. MX kommt jetzt auf den Spot, aber 30 Sekunden reichen. Oh, eine schöne Nade, damit MX da leicht auf Spot kommt. So, und kommen auch beide über Tor. Werden es, denke ich mal, auch versuchen. Nächste Eco wird das. Nächste Runde wird das auch Eco bedeuten. Schön, Schuss. Das hier wird von Mitte, glaube ich, gekillt, oder? Ja, von Weber 6, beide wieder mal. Also wieder mal der Ausgleich. Eco bei den Russen. Also wirklich ein sehr ähnlicher Spielverlauf zu dem Navi-Match vorhin. Pistol geholt, danach erstmal gut Runden abgegeben. Und dann letztendlich doch noch irgendwie wieder ins Spiel zu finden und ranzukommen, scoremäßig. Oh, komplett weggeschoben. Oh, und wir brennen auch Release. Somit jetzt auch eine AK bei Virtus. Gute Smoke, wichtige Smoke vor allem. Und Timing Nate geht komplett ins Leere. Rattlesnake jetzt eingemacht. Jetzt sollte die Runde eigentlich safe sein. Aber vielleicht sogar nochmal. Schöne Runde gespielt dann am Ende. Und Overrated holt sich die Führung. Führung zurück. Schön noch eine Waffe gepickt von Adrian. Gucken wir mal mit AWP. Auch nicht schlecht. Sowieso ein sehr starkes AWP-Team, Virtus, mit Kura und Fox. Beides sehr, sehr starke AWPs in
1-6 auch gewesen. Wie sie da mal da hin und her gucken sind. Flash. Oh, Team Frag. Und kurz auseinandergenommen. Schneller Go. Oh, falsches Preamp-Spot noch. Starke M von 4B. War somit eingenommen. Mitte nach Weber oben. Erwartet da einen Lang. Oh, man hat kurz schon die Steps gehört. Krass. Also er gibt schon gute Headshots, muss man sagen. Ein Kucher letztes mit AWP. Hat sich diesmal nicht ausgeteilt, keinen einzigen Frag gemacht. Nur das Sia konnte ja einen mitnehmen. Overrated gewinnt diesmal jetzt sogar die Halbzeit. Vielleicht wird es sogar noch ein 9-6. Aber trotzdem sehe ich Schwarz als CT, wenn sie da wirklich so spielen wie vorhin gegen Navi. Stimmt, Dosia ist auch noch eine gute AWP. Und erst mal ein bisschen Varianz hier bei Annexis. Hätte mir sogar fast einen kompletten B-Contic gewünscht. Gemacht. So, jetzt gegen B. Das ist jetzt Headshot von Hammers. Kriegt dann ins Gesicht. Hebel nur mit P. Mit 7. Boah, bitter, dass er dort nicht zu Tode gebankt wird. Oh, diese Heads. Wird es. Oh, über Katas. Weber steht dort aber. Rechts, 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 rechts. Oh, jetzt hat er ihn gesehen. Keine Flick ziehen. So, letzte dürfte eigentlich so. Müsste eigentlich jetzt bekannt sein. Oh, den holt sich Weber auch noch. 9-6, die Halbzeit an die Briten und dem einen Norweger. Ich bin gespannt, ob sie in der zweiten Hälfte mal eine bessere CD-Leistung abliefern. Bleibt dran, nach einem Spot geht's weiter. Zweite Hälfte zwischen Virtus Pro und Annexis hier auf DE-DAS 2 in der Starladder am dritten Spieltag, ein Nachholspiel. Und wir sind live in der Pistol. Und Bild soll hängen, der Ton läuft weiter. Kurz checken. Ich habe 0 FPR, 0 Frame Drops. Von meiner Seite also alles okay. Wird eingenommen mit einer Flash. Was ist ein Block-Molly? Kucher auch mit einer Molly. Also es wird es echt, kann man in Molotov Pro umbenennen. Virtus Pro Molotov. Eines der wenigen Teams bisher, die eine Molotov wirklich exzessiv nutzen. Haben eigentlich fast immer einen dabei als T und auch in den Pistols, was ich sehr gut finde. Zeugt doch davon, dass sie sich Gedanken über das Spiel machen. Durchschieben jetzt alle B, aber Weber released dort. B
PRB, Reckless Lake Mitte. Boah. So, wenn wir noch Gegenflash. Dies bangt da rein. Oh, jetzt der Go. Schöne Posi. Schönes Doppel am B. Und der letzte muss es auffallen. Schnappt sich noch Willis. Zweite Pistole an die Briten. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus jetzt. Aber mal abwarten. Die Equip Drones sind das so eine Sache vorhin gewesen. So, ruhig mal alle melden. Also, ruhig mal alle den Stream Report. Auch mit dem richtigen, mit der richtigen Auswahl, dass halt wirklich Video Stutters und Audio ist frei. Aber ihr seid jetzt so mit die ersten, die wirklich bei denen es leckt. Gestern schien es zumindest alles flüssig zu laufen. So, nach der abgegebenen Echo wird es direkt gekauft. War von Overrated. Lassen Mitte am Anfang sehr offen. Weber steht ja wieder oben an seiner Posi am Gerüst. Boah, eine Mix-Push an die. Boah, schönes Pre-Aim. Jetzt geht Weber. Ach du Kacke, macht nur einen. Laser cut das, macht auch wieder keinen. Also die B-Splits unglaublich effektiv gegen Overrated. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie wirklich vorhin das Spiel geguckt haben, die Russen. Und direkt gesehen haben, ach, B-Split, easy gegen die. Wenn Navi das kann, können wir das auch. Also daran müssen sie auf jeden Fall arbeiten. Also was ich auch immer wieder empfehlen kann, den Flash-Cache löschen, Browser-Cache mal komplett leeren, aber besonders halt den Flash-Cache. Gucken, ob Flash-Version aktuell ist, ob ihr einen Steinzeit-Browser habt oder vielleicht doch, also ob ihr keinen Steinzeit-Browser habt, sondern auch da wirklich von der Seite up-to-date seid. Zur Not auch einfach mal spaßenshalber im Taskmanager gucken. Vielleicht ist ja irgendwas am Ausrasten, irgendein Prozess. Na, weiß er nie. Ja, aber Chrome ist sowieso immer alles aktuell. Von daher soll es eigentlich keine Probleme geben. Sei das Stream-Delay mit XSplit auch sehr, sehr viel niedriger ist als mit OBS. Kommt mir zumindest so vor. Ja, ich glaube auch, das ist ein Twitch-Problem. Problem ist, deswegen ruhig alle reporten. Hoffen wir mal, dass heute nach der Downtime und den Upgrades, was auch immer sie da machen, dass sich das ein bisschen bessert. Bin schon sehr gespannt drauf. Boah, nice Molly, ins Goose. Ah, fuck. Kamera. Krass. Molly, aber mit MX rechnen sie jetzt leider nicht mehr auf Spot. Da haben wir nur gedacht, dass es eine ist. Vierer ist noch angesagt am Viererstein. PRB hilft. Oh, dreimal nehmen da jetzt ab. Unnötig hochgezogen. Da hätte man viel besser defensiv noch bleiben können. Einfach immer so hochziehen, so immer so abfacken. Ah, kurz spotten, schießen, spotten, schießen. So, und die Schlange wird seine Waffe wahrscheinlich auch verlieren. Immerhin haben sie jetzt schon mal mehr City-Runden als vorhin. Boah, wer schafft es wahrscheinlich nicht noch? Nein, schafft er nicht. Boah, wie knapp das war. Das ist bitter. So,
von Full Eco wahrscheinlich. Red Snake auch derjenige mit am der am meisten Geld hat. Somit wird es wahrscheinlich bei einer Eco bleiben. Nächste Runde dann direkt wieder Awe bei ihm. Und der Rest muss dann irgendwie sich mit teilweise Farmers vielleicht zufrieden geben. Ulysses kassiert da direkt einen Hit von Fox. Jetzt ist die Runde vorbei. Ah, ich habe jetzt leider nicht genau geguckt. Warum sind meine Timestamps eigentlich wieder weg? Nervt auch kaum. Ja, ich müsste das eigentlich auch schreiben. Wir können ja mal gleich einfach eine Uhrzeit reintippen, welche Sekunden das hier gerade steht. Ich tippe mal bei 1:35. Mache ich mal hier auf Enter. Zack, 1:35 jetzt. Boah, schöner Shot. Das hier aber auch an eher einer untypischen Position da gestanden. Meistens ja die ganzen Leute links im Eck. Das ist doch eine Doppel-Eco. Wundert mich doch ein bisschen. Dass sie mit, boah, mit 3, 4, 4, 7, 3, 4, dass sie da nicht gekauft haben. Aber trotzdem, vielleicht reicht es auch ohne Waffen. Machen sie mit jetzt noch spotten? Ah, schade. Spotten die zwar, aber killen die nicht. Ach, dieser Molly. Das ist so geil von Virtus. Allein deswegen gönnt man es ihnen eigentlich, oben mitzuspielen. Wenn sie jetzt noch richtig geile Taktiken darauf aufbauen würden. Weil sie nutzen sie ja schon relativ taktisch, muss man sagen. Es sind schon teilweise sehr gute Mollys dabei. Allen fahren natürlich immer so auf A, um dann einfach die Deckung ja, aufzulösen von den CTs. Zum Beispiel auf dem Spot habe ich schon Mollys gesehen, jetzt vorhin eben der Molly ins Goose. Ich denke mal, da ist auch viel, viel mehr Spielraum noch an anderen Positionen drin. So, Rattlesnake kurz geboostet. Oh, interessante Smoke. Und der Cutter ist wirklich... Oh, der... Puh. Ah, der merkt das selber, dass... War knapp. Geht auch lieber auf Nummer sicher. Oh, und ich verstehe nicht, warum Weber da immer noch... Ah, okay, jetzt endlich. Wollte ihn gerade schon wieder ein bisschen flamen, wie er da schon wieder am Gerüst stecken kann. Oh, schon die Hits bekommen. MX-30 Reefwerk, richtig low. So, sie warten gerade noch, bis Cutters was pusht. Wird aber einen Teufel tun, da reinzulaufen. MX die A genommen. Steht der Bushalter. Wenn Virtus jetzt B geht, hat der nächste vielleicht eine gute Chance, in die Runde zu machen. Oh, das ist jetzt unsere zweite Xbox. Oh, auch noch eine Flash bei PRB. Ich sag mal so, wenn MX direkt hittet. Bitte steht doch bei mir noch. Wenn MX einen hittet, dann auf die Flash von PRB wartet. Oh, er hittet leider nicht. PRB verrät sich noch nicht. Jetzt muss er sitzen. Oh, die Tonnen sind so ekelhaft. Oh, man kann den Flick ziehen. Oh, den zweiten auch noch. Richtig starke Sache von ihm. Oh, und ich glaube auch noch Headshot. Oh, krass, den dritten auch noch. Sehr, sehr starke Runde vom Norweger. Vom Norweger. Nochmal kurz die Bombe gesucht. So, Awe sollten sie mitbringen. Haben sie aber, glaube ich, schon. Jo, der hat sich PRB geschnappt. Da wäre sogar noch eine gewesen. Also, schöne Runde. Schön gerettet von PRB. Aber auch von Weber, dass er dort Mitte noch den Track gesetzt hat. Das sollte man auch nicht außer Acht lassen. Na, ich gehe doch mal davon aus, dass der Norweger eigentlich kann. Würde mich doch schon sehr verwundern. Ich meine, er ist jetzt auch schon ziemlich lange in dem Line-Up. So krasses Gas hier von Overrated.
Also auch sie können Katasbusch spielen. Warum nicht Feuer mit Feuer bekämpfen? Schöner Boost jetzt auch. Das Nick kann dann lang komplett dicht machen. Das hier bleibt aber sehr defensiv. Wir cut das und. Krass, ich wusste gar nicht, dass man den Schatten so gut sieht. Oh, ein Abix. Balls of Steel hier. Oh, er zieht sich durch. Oh, Rattlesnake hilft ihm. Oh, was? Krasser Schuss von Angel. Sah auch mir sehr nach Backkante aus. Also den Kopf habe ich nicht gesehen. Müsste man nochmal irgendwie sich angucken. Release immer nach dem B. Boss hier halt nach Grube, heißt MX der Einzige, der jetzt was reißen kann. Oh, geht der Basic, schön. Oh, ging lang. Oh, krass geschossen eigentlich. Schade, war auch ganz gut drauf eigentlich. So, Release gegen 2. Obwohl sie ist noch nicht bekannt. Ah, beide auch mit 100 HP. Nate ist gesessen. Das wird nicht reichen. Ein Headshot setzt er noch. Aber Virtus kommt wieder ran. Anschlussrunde 11 zu 12. An Nexus wird er sehr, sehr wahrscheinlich sparen. Zwei Mann da wieder kein Geld. Also wird mich auch nicht wundern, wenn das hier am Ende ein Draw wird. Wieder ein Hit gegeben von Fox. Spielt er echt eine gute Arve. Also es fällt auch auf bei den Teams. Die meisten Anti-Ecos verlaufen wirklich über lang. Ich freue mich darauf, wenn da Teams eine kleine Falle aufstellen. Und da auf Timing von hinten geflasht wird. Und dann gegen die langen Spieler. So, jetzt aber auch endlich gültig der Ausgleich. Oh, Überraschung, Rattlesnake, keine AWP mehr. Wird dann natürlich auch immer teuer. Fox diesmal nicht gehittet. Weber hat man auch gerade auf der Oberhöhe gesehen. Ganz nah am Tor vorbei gemoved. Schöne Flash. Gutes Teamplay. Die wirklich von dem Mix? Wenn ja, dann war's geil. Das ist so ekelhaft mit den Steps. Ey, ich hoffe, das beheben sie im nächsten Update. Wobei ich mal gucken muss, ob das überhaupt schon bekannt ist. Ob das schon reported wurde. Diesmal sieht es aus, als ob sie B gehen. Adrian da schon sehr, sehr, sehr lange hinter der Kiste. Release hat da keinerlei Erkenntnis von. Jetzt, dann schießt die Smoke, kommt weg. Schöne Gegenflash. Nice. Richtig stark. Fox nimmt einen mit kurz. Hat auch die Bombe. Ah, wäre sogar frei. Das hier gibt Gas. Molly, der Spot macht nichts, da ist eh keiner. Ich glaube auch nicht, dass er ihn so werfen wollte. So, er kommt zum Legen. Liegt aber hinter der Kiste, nicht zu lang. So, zu beiden Seiten. Wichtige Duelle, das hier gewinnt das erste. Gute Chancen. Oh, stirbt aber direkt, wenn er da noch kurz wartet. Oh, Biabi, wieder krass. Schöner Headshot am Ende, wichtiger Headshot. Release hätte dann nämlich noch 2 HP gehabt. Also, Biabi macht hier ein gutes, wichtiges Spiel. Macht wichtige Frags. 13. Runde. Aber Bombe geplantet. Somit nochmal Geld bei den Russen. Oh, schade.
Ja, fast wieder ein Hit gewonnen. Lang Contact. Jetzt wird's mal auf Timing eingenommen. Boah, wie blind er ist. Boah, wie blind er ist. Aber er hat Support. Boah, wie blind sie alle sind. So, und bauen direkt um. Blocken kurz. Gefällt mir jetzt. Nehmen sie kurz ein. Oh, schade. Das Timing aber gefällt mir, wie sie sich das überlegen. Wenn sie da lange Kontrolle abnehmen, abgeben, dann direkt kurz vorzugehen. Auch mit der Fläche drüber. Gefällt mir. Schade, dass es jetzt nicht aufgegangen ist. Schade, Webber da auch zu früh reingepusht und sie entscheiden sich direkt zu safen. Gute Entscheidung, wichtige Entscheidung. Die Runde ist gegessen. Und wenn man hier jetzt nächste Runde legt, ja, das sollte machbar sein. Es wäre jetzt wirklich sehr wichtig, hier mit allen Personen zu überleben. Virtus weiß es aber auch, begeben sich schon so langsam aber sicher auf die Jagd. Flash. Oh, der Wichser gespottet. Ja, wurde gespottet. Ich meine, aber für weniger. Boah. Das war krass von Release. Jetzt noch Cutters. Boah, jetzt scheinen sie echt alle Waffen zu verlieren. Und das ist wirklich Worst Case. Pierre überlebt noch. Ja, überlebt es echt. Als einziger. Tja, und das heißt, keine Waffen. PS150. Legt lang an. Müsste aber schon gehört worden sein. Kein Druck. Boah, kann beide setzen. Ganz, ganz, ganz stark. Waffen können jetzt gepickt werden. So, und wenn B jetzt nicht direkt stirbt. Steps müssten gehört worden sein. Stehen ja auch zu zweit. Webber könnte kurz Loch ablenken. Schön, Release sie da rum. Gutes Teamplay eigentlich. Ah, gute Hits an Adrian gesetzt. So, wo sind die drei, die beiden Waffen? Drei müsste es eigentlich sein, ja. Wenn sie jetzt zu zweit Cutters gehen. Oh, Kuchen, ey, macht da schon einen Track. Vom Loch aus. Wird das vielleicht richtig gut ab. Deswegen auch. Oh, krass. Krass gedreht noch. Oder halt aufgehalten. Deswegen mag ich es eigentlich lieber, wenn man über Cutters geht. Auch im 3 gegen 3 oder so finde ich es lieber. Habe ich es lieber, wenn man über Cutters pusht. Weil da deckt eben alles das einer in diesem Schlauch. Wenn der da einen mitnimmt, direkt Reflect kassiert, ist der auf Spot. Oder sind die auf Spot halt gefangen. Müssen dann noch zwei Seiten decken, dann ist Chaos drin. Müssen sich nicht mehr nur nach einer Seite decken und dann hat man da ganz gute Chancen als CT die Runde zu machen. Schade, Virtus 14, Overrated Individuals 13. Oh, drei Runden stehen noch aus. Overrated brauchen hier alle drei Runden, um das Spiel nach Hause zu schaukeln. Und Release direkt, glaube ich, gestorben gegen Fox. Ja, da liegt seine Leiche. Oh, kurzen sie schon vor. Wie aber Supporter für MX. Aber das ist ja auch schon mit da. Also man spekuliert hier wirklich gerade ein bisschen auf A. So, jetzt hier Go. Wo ist die Gegenflash? Oh, schöner Headshot. Der Molly sitzt. Als wunderschöner Molly. Oh, man droppt runter. Oh, und jetzt hat man komplett alles abgegeben hier. Keinerlei Kontrolle mehr, keiner auf A, PRB mit Problemen, weil er gleich lang attackiert wird. Schönes Wort. Oh Gott. Ich mache Ös und S rein, wo keine hingehören. Tja, da wird's das Draw. Webber auf dem Weg zum Safen. Speichert hier seine Waffe. Und das Draw haben die Russen damit schon mal sicher. Und geldmäßig wird's nicht so, auch nicht so rosig aussehen bei Overrated Individuals, aka Nexus. Ah, muss ich direkt mal schauen, auf wen ich getippt habe.
Auf ein nächstes sogar. Oh Mann, Fail-Tipp von mir. Fail! Aber vielleicht wird es noch ein Draw, wer weiß. Das fehlende Geld spricht aber auf jeden Fall dagegen. Huh. Kann der Mix sich denn eine Arme leisten? What the fuck? Gibt sie auch nicht an Rattlesnake? Spielt sie alleine? Und der sehr schnell vor. Ach, stirbt direkt. Sehr gut. Aimt er sogar auf den Boost. Nicht schlecht, der Specht. Aber der B-Go erfolgt. Oh, ein Rapper am Loch. Der Smoke ist richtig gut. Oh, oh Gott. Oh, zum Glück macht er nur einen. Zweiten vielleicht. Schade. 3 gegen 3. Die Arme, er sieht den Arm. Oh, leider nicht genügend vom Körper. Aber Rattlesnake steht. Schön. Oh. Nice. Oh, krasser Headshot. Und jetzt die Überzeit. Die muss man gewinnen. Ist auf jeden Fall auf Spot. Wo ist es bekannt? Einer sollte mal Cutters hinten dicht machen, finde ich. Oder sie spielen gemeinsam gleich den Go. Die Mates stehen da für meinen Geschmack viel zu weit weg. Klar, man am besten ist natürlich, wenn man die jetzt Zeit ablaufen lässt. So, jetzt plant man schon den Go. Oh, die Flash. Sehr schön. Gut abgehämt, Rattlesnake mit seinem dritten. Eine sehr starke Runde von ihm. Tja, das ist die 14. Doch nochmal hier spannend. Eine Runde noch verbleibend. Ach, hier Molly gepickt von Rattlesnake. Oh Gott. Wieder direkt. Also, boah, das war sogar durchs Tor ein Headshot. Also Fox unglaublich krass mit Arbe heute. Mit am Tor einfach. Endgegner quasi für Nexus. So, jetzt hat man es schwer. Deckt zu weit nach B. Rattlesnake schiebt jetzt mit auf A. Pierre B hat noch lang. Da steht Dossier wieder. Rest jetzt auch kurz kontakten. Molly. Da bekommt der Spruch Feuer mit Feuer bekämpfen noch eine ganz andere Bedeutung. Oh, da lässt er sich locken. Da lässt er sich locken, der Junge. So, wie sollen sie das jetzt noch aufhalten? Doch sie erwartet auch so unfassbar lange. Krass. Krass, krass, krass. Krasse letzte Runde von Virtus. Gewinn hier jetzt auch verdientermaßen, muss man sagen. 16-14. Am Ende halt einfach doch ein bisschen die Oberhand behalten. Aber trotzdem, schönes enges Spiel. Alle 30 Runden hier ausgespielt. So kann es doch gut und gerne weitergehen.